Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zu einem neuen Kapitel unseres geliebten Let's Play Wolfenstein. Mit mir, eurem Let's Play Retro, der sich nicht nur wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen würde, sondern der jetzt wahrscheinlich auch noch einen Doppelpart aufnimmt. Sprich, ich werde jetzt irgendwie zugucken, dass ich irgendwie 30, 35 Minuten am Stück aufnehme. Das Ganze dann ohne Verabschiedung und ohne Begrüßung irgendwie überleite und dann einfach irgendwie splitte. Allgemein habe ich jetzt vor, die zukünftigen Parts alle ein bisschen kürzer zu machen. Also wenn die irgendwie unter 20 Minuten sind, dann wundert euch nicht. Das hilft mir, ein bisschen weniger Zeit in Anspruch zu nehmen. Das hilft euch natürlich, denn dann habt ihr mehr zu gucken. Also mehr Parts insgesamt natürlich. Wir müssen ja irgendwie auf die 200 Parts kommen. Und das Let's Play muss ja möglichst dann gestreckt werden. Wir sind hier beim Großmeister, beim Hochmeister noch gar nicht fertig. Endlich! Welche Nachricht bringt ihr von eurem Zug gegen den Turm des Zauberers? Ja, irgendwie dachte ich schon, dass wir hier fertig wären, aber das hätte für mich auch gar keinen Sinn gemacht, deswegen, ja. Das will ich dir sagen, wie ich den ganzen Turm mit all seinen verdrehten Etagen und Rätseln bezwungen habe! Gisov, ganz allein. Ganz unten geht's schon los, unter Vertrauen. Ein weniger erfahrener Abenteurer wäre da bereits. Der Zauberer, was habt ihr erreicht? Wenn man hier mal zu Wort käme, wüsstest du es schon. Wir haben ihn zu Boden geschickt. Was für eine Nachricht. Somit ist der Erzstrollchen fort und seine schwarze Seele tanzt in den Klauen der Dämonen. Beim Güldenen. Tja, die finalen Details erzählt dir vielleicht am besten der Junge. Der Zauberer lebt. Was? Der Zauberer ist nicht die Ursache des umgehenden Übels. Vielmehr sucht er selbst nach heilsamen Wegen. Er hat uns Mühen und Kämpfe gekostet. Es hat uns Mühen und Kämpfe gekostet, uns diese Erkenntnis zu erarbeiten. Aber sie ist wahrhaft. Der Zauberer, ein Verbündeter? Gesagt hat er das? Ja? Wir befragten ihn der Güldensitte gemäß mit Feuer und Schwert. Ich kann erkennen, ob ein... Wann hattest du jemals an den Jünger des Danwin vor dir auf der Bank? Du kennst sie nicht! Seit Generationen traten sie nicht mehr unter die Menschen. Wer kennt sie überhaupt? In einem jedoch sind die alten Geschichten einig. Die Zauberer dienen nicht nur dem Flüsterer, sie verstehen sich auch selbst meisterhaft auf diese Kunst. Wahrheit heißt ihnen nichts. Sie glauben an Blickwinkel. Pah! Ist die Sonne plötzlich dunkel, wenn man sie von hinten betrachtet? Jedes Wort verdrehen und zwirbeln sie, bis der Sinn sich zur Schlinge verkehrt. Und so einem glaubst du? Du? Ausgerechnet du, Brun? Gerade dich auszusenden, erhoffte ich als besonders aussichtsreich. Den Unbeirrtesten der Unbeirrten. Hat dir der Hexerei angeklagt etwa deinen aufrechten Sinn vernebelt? Das traust du mir zu, Hochmeister? Pff, dabei bin ich in der Truppe noch die Stimme der Skepsis, wenn es um einen Zauberer geht. Hast du dich wieder im Schatten des Dicken in meine Kammer geschlichen, Weib? Hinaus! Dick, wer ist er? Und du redest nicht immer mit einer Stimme vor mir, als sei ich irgendetwas Ekliges hinterm Schrank. Genug eures kleinlichen Haders. Da kommen wir zu der wichtigen Frage. Im Schatten des Dicken? Hat der Zauberer euch nur sein schon verwirktes Leben wieder abgeschwatzt? Oder gehabt ihr gar noch mehr? Jungchen, sag du es ihm. Wir beschaffen das eisige Horn, um den Weg zum Quell des Übels zu öffnen. Die Unterwelt. Tja, also als der Zauberer uns dazu aufforderte, klang das irgendwie noch vernünftiger. Könnte ein Meister der Zunge selbst einen Paladin zum Wanken bringen? Sogar ich zweifle. Hochmeister, mein Sinn ist klar und mein Herz unbefleckt. Kein Zauberer wird jemals Macht über mich erringen. Dies glauben zu machen, ist gerade eine ihrer stärksten Waffen. Wappne dich in Litaneien und festen Glauben. Natürlich, Hochmeister. Natürlich, Brun. Du würdest eher das Atmen vergessen. Verzeih, wenn ich deine Hingabe in Zweifel zog. In dir schlummert seit frühen Tagen eine große Willensstärke. Und wir als deine Lehrmeister haben eine wahrhafte Feste des Glaubens darauf errichtet. Sei dem Erwählten der Wegweiser, den er benötigen wird. Ja, Hochmeister. Was soll das heißen? Bringt es mir. Es? Das Horn, wenn es eines gibt, in das ein Artefakt der Macht nicht gelangen darf, ist es die Hand eines Zauberers. Misstraut seinen Absichten.
begegnet seinen Worten mit Argwohn. Er kennt seinen falschen Geist. Das eisige Horn kommt in die Ordensfeste. Kehrt zurück, sobald ihr es habt. Hör auf zu horchen und komm, Küken! Ja, es ist immer noch ein heiliger Zug, so selbstständig die Helden zuweilen auch ihre Mission auszulegen pflegen. Und die Erinnerung daran trägt ihnen 1000 Erfahrungspunkte ein. Wie nun? Entweder helfe ich einem Zauberer oder dem Herrn der Hexenjäger? In dieser Frage gibt es kein Entweder. Oder scheinbar vielleicht doch eines Tages? Jetzt sind wir hier allerdings fertig. Und verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt hier tatsächlich noch etwas, das ich übersehen habe. Ich war vor über 100 Parts hier. Hier steht Branntwein rum. Keiner hat mir gesagt, APR, du hast den Branntwein übersehen. Über 100 Parts steht dieser Branntwein hier schon rum und ich habe ihn mir nie geholt. Das ist doch unglaublich. Jetzt würde ich auch vorschlagen, gehen wir lieber wieder zurück nach Schildfurten, wo wir wahrscheinlich noch viele Quests vor uns haben und erledigen können. Und Pella, oh Pella, besuchen wir sie am besten zuerst. Denn ansonsten kann ich mich jetzt gar nicht an die ganzen anderen Quests großartig erinnern. Außer natürlich, dass wir uns hier ein Haus kaufen können eines schönen Tages. Und dass wir natürlich noch viele, viele Händler haben, bei denen wir Zeug verkaufen können. Aber das werden wir dann wahrscheinlich auch alles gleich noch erledigen. Aber speichern wir lieber ab, nicht, dass Pella uns irgendwie die Rübe kaputt schlägt. Nun klopf schon bei deiner kleinen Amazone. Sie ist nicht klein. Sie schrumpft aber auch nicht wieder, nur weil du weiter hier draußen wartest. Schon wieder du? Wir hatten das schon mal, nicht? Ich bin gut darin, den Leuten deutlich zu sagen, wie sie sich mir gegenüber besser verhalten sollten. Es gibt nur eine Sache, die ich noch besser kann. Meinen Standpunkt verdeutlichen. Sachte, sachte! Der Junge will dir was sagen! So? Und weil er an die Kraft des ehrlichen Wortes glaubt, ist das auch alles, was er dir mitgebracht hat. Das war gemein, Gisulf. Aber auch sehr lustig. Wer von euch Scherzbolden will meinen Speer zuerst mit dem Rachen kosten? Blume, du sprichst ja. Es klingt nicht sonderlich sinnvoll, aber immerhin, du sprichst ja. Ich ließ Leben blühen, wo zuvor nur der Tod gedieh. Wo deinesgleichen wirkt, gedeiht nur blinde Zerstörung und Tod. Du hast das Gegenteil bewiesen? Zeig. Ich stehe dafür mit meinem Wort, mit meinem Gewissen, mit dem Licht. Deine Prüfung führte mich bis in den toten Wald hinein. Ist dir das Ungeheuer bekannt? Nur weil ich immer zufällig in mein Kämmerlein hocke, wenn du klopfst, heißt das nicht, ich sei nicht in der Welt herumgekommen. Ich ziehe ruhelos umher, Heimatverderber. Ich weiß vom toten Wald. In jenem Wald rangen wir einer Undine einen Sitterkelch ab und ich flößte einer schon lang verdorrten Blume neues Leben ein, das sich alldort seitdem tapfer inmitten bösen Knackens behauptet. Du hast keinen Beweis, bis auf dein Wort. So ist es. Ich bin beeindruckt. Pass auf, Küken! Jetzt kommt die Rückhand! Wort, Mut und Tat. Ich hätte nicht gedacht, im Norden einen Jünger des Zenox zu treffen. Was?! Und doch trägst du die Gewandung der Verheerer des Südens. Wie soll ich dir trauen? Sag es mir. Prüfe mich, Opella. Ich werde bestehen. Ich bezweifle weder deinesgleichen Kühnheit, Entschlossenheit oder Tatendrang. Mit diesen Eigenschaften lässt sich auch ein wahrhafter, blühender Landstrich dauerhaft verwüsten. Folglich sind die Parteigänger des Arthos überreich mit diesen Talenten gesegnet. Die Taten des großen Arthos liegen nun schon lange zurück. Die Folgen halten bis heute an. Das beweise mir. Bist du zu Mitgefühl fähig? Kannst du Anteilnahme und Rührung wecken? Vielleicht lässt deine Aufrichtigkeit etwas in mir anklingen. Du rührst auch ein kaltes Herz. Bring mir die Träne, die um deinetwillen ein kaltes Herz vergoss. Dann glaube ich dir deine Wärme. Ganz schön fordernd und eigensinnig, deine kleine Prachtpute! Sie ist so voller Prinzipien und Kompromisslosigkeit. Brunel, 2000 Erfahrungspunkte. Wäre er es nicht, würde ich es fast schon irgendwie süß finden. Behalt wenigstens du deinen unklebrigen Blick. Verzeihung, Leute, es ist schon verdammt spät. Ihr kennt ja meine Ausreden, die immer wieder die gleichen sind.
Aber wir haben ja noch so unglaublich viel zu tun. Wir gehen jetzt zum Marktplatz und versuchen ein bisschen Zeug zu verkaufen, damit wir vielleicht eines Tages wirklich mal noch zu den oberen 10.000 gehören. Das dauert hier irgendwie alles schon wieder ganz schön lange und... Was zum Teufel macht der Ku Klux Klan in diesem Spiel? Nein! 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 Was zum Teufel ist hier los? Das ist doch... Sind die jetzt aus den Südstaaten hierher gereist? Aus der guten Allreise irgendwie nach Wolfenhain? Eine Geißlerin, okay. Seht ihr es auch? Spürt ihr es? Ihr müsst mit dem ersten Geißler reden. Er öffnet unsere Wunden, um die Bereitschaft zu empfangen. Der erste Geißler, wer soll das sein? Der hier? Sie erheben sich wegen unseren Sünden. Bereut, reinigt euch. Bereut, die Götter zählen eure Verfehlungen. Bereut. Sag mal, habe ich deine Stimme nicht schon mal gehört? Bereut. Hör auf, die Geißel zu schwingen. Wie soll ich sonst unter deine Kapuze lugen können? Bereut. Dann eben nicht. Wir können gleich über alles reden, was dich bedrückt. Aber sag mir erst das eine. Weißt du etwas über den Kriegszug Schildfurtens in die Hügelsteppe? Die alte Geschichte? Das war weit vor meiner Zeit und ich wollte über diese Torheit auch nie etwas wissen. Seitdem steht das Waffenwerk nicht mehr im allerhöchsten Ansehen, was ich im Dienst an auszubaden habe. Beklagst du dich etwa über die Freuden, einer auferlegten Pflicht folgen zu dürfen, Wächter? Lasst uns einfach das Thema wechseln. Seht die Hingabe des ersten Geißlers. Sein Schmerz befreit uns. Wir büßen, wir büßen. Ich glaube, der erste Geißler ist irgendwie nicht eine der Personen, die hier steht. Sie erheben sich. Die Stadt wird verschlungen. Bereut. Aber Moment, diese Kugel dort, das sind ja gar nicht die Untoten oder die Wiedergänger oder so, sondern das waren ja die Raubritter vor der Stadt. Ja gut, egal. Wer bist denn du? Händler Asquin. Ich zahle doppelt für alle Tierprodukte. Okay, gut. Das klingt ja schon mal ganz sinnvoll. Gucken wir mal, ob wir irgendwelche tollen Tierprodukte haben. Bisher sehe ich noch keine. Fussel, da gab es doch jemand anderen. Trollhaar. Zählen Trolle als Tiere? Ich denke nicht. Apfel, Eimer des Knechts, alte Münzen. Wir haben 99 alte Münzen. Goldpokal. Wir haben ehrlich gesagt so extrem viel im Inventar, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, als könnten wir demnächst noch zu den oberen 10.000 gehören. Fellstückwerk. Oh ja, das gibt ordentlich Geld. Froschschenkel. Brauchen wir die vielleicht irgendwie zum... Ich glaube, die Froschschenkel und die Spinnenbeine brauchen wir für Valdrada noch. Aber Haizähne, die können wir doch bestimmt verkaufen. Fischschuppe. Und auch hierfür bekommen wir ordentlich Geld. Fleisch. Es ist irgendwie nur eine Frage der Zeit, bis wir zu den oberen 10.000 gehören. Flügelhaut, und zwar genau jetzt. Das ging irgendwie alles ziemlich schnell. Wofür brauchst du eigentlich all die tierischen Waren? Frage ich euch, Abenteurer, etwa, warum ihr euch kopfüber in jede Höhle stürzt? Das ist unglaublich. Wir werden doch in diesem Part zu den oberen 10.000 gehören. Noch in diesem Part! Zu den oberen 10.000! Ich hoffe nicht, dass ich übersteuere. Sei ein gern gesehener Gast der oberen Etage. Zehntausender. Es ist so wunderbar. Warum ist hier oben keiner? Es scheint nicht besonders viele zu geben, aber Moment, hier sitzt doch irgendjemand, oder? Ich glaube schon. Ratsherr Helmold. Teile mir das Glück. Ein Neuzugang im Club. Beinahe dachte ich schon, wir Zehntausender seien wie Drachen. Imposant, aber kurz vorm Aussterben. Haben wir im Spiel schon mal einen Drachen gesehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke aber noch nicht. Und wir kennen uns, wie es scheint. Aber ja, die Ratssitzung. Ihr seid diese Helden. So sagt man doch. Meine guten Freunde dürfen mich auch große Abenteurer nennen. Keine Erklärungen, keine Rechtfertigung. Das ist nicht die Art des Clubs. Ihr habt unter Beweis gestellt, dass ihr hierher gehört. Was macht man eigentlich im Club so als frischgebackener Zehntausender? Nun, vor allem gehört man dazu. Ich beispielsweise verbringe einen Großteil meiner Zeit im Club damit, mich an meiner Exklusivität zu ergötzen. Das kriege ich hin! Ansonsten sitzt man in einem Stuhl mit enormer Lehne, prostet eventuell Anwesenden mitwisserisch zu und schwelgt gedankenvoll vor sich hin. Und beuteabwerfende Aufträge kann man hier nicht abstauben! Wie bitte? Und du würdest als Zehntausender einem anderen Clubmitglied zu Diensten sein wollen?
Ich bin Abenteurer. Ich kann nicht anders, wenn der Preis stimmt. Tja, kaum jemand von uns ist durch Erbschaft ein Zehntausender geworden. Geschäftigkeit geht nun wirklich nicht als Makel. Mein Weinpokal neigt sich bedenklich völliger Leere zu. Wenn du so unbedingt auf einen Auftrag bestehst, kannst du mir eine neue Flasche aus meinem Anwesen bringen. Bei einem Zehntausender muss ich wohl kaum befürchten, er habe Diebstähle in einem Ratsherrenhaus nötig. Ich höre schon, wir verstehen uns. Sagt meine Haushälterin einfach Helmholtz Wille, dann lässt sie euch ein. Helmholtz Wille? Ich bin bald zurück. Teil mehr mit dir. Das ist interessant, jetzt sind wir hier oben nur für diesen einen Quest, das bezweifle ich aktuell noch. Aber, als ob ein Mitglied dieses Clubs derart dünnwandiges Gold berühren wollte, die billigen Pokale dienen uns als abschreckendes Beispiel. Na gut, dann eben nicht. Und was ist das hier? Es glänzt und funkelt und wir können es uns scheinbar nicht nehmen. Lieber Clubbruder, sei unbesorgt. Natürlich ist es aus bestem Gold gefertigt. Die traditionelle Gebetsscheibe des Taimer glänzt und gleißt hier besonders prächtig und lädt geradewegs dazu ein, die eigenen Wünsche und Begehren auf ihrer Oberfläche zu spiegeln. Irgendwie hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir so schnell zu den oberen 10.000 gehören. Das ging jetzt irgendwie alles schneller als erwartet. Selbstverständlich hat der Hochgeweihte seine Räume hier oben. Er wäre auch kaum der Hochgeweihte, könnte er es sich nicht leisten. Das war alles. Das ist sicherlich nicht Sinn und Zweck dieser Schale. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich lachen oder weinen soll, aber... Also wird das jetzt irgendwie unsere Aufgabe bei den oberen 10.000 ist? Ne, gucken wir einfach mal nach. Welches war denn sein Haus? Das definitiv nicht. Naja, zumindest einer Tür habe ich meinen Fuß. Okay, nein, das wird definitiv nicht seins. Ratze Helmut ist gegenwärtig nicht zugegen. Ach, das ist seine Haushälterin. Ratze Helmut ist gegenwärtig nicht zugegen. Weiß ich. Er schickt mich ja. Ich hole die Flasche Wein für ihn. Und das soll ich glauben? Ich lasse nie jemanden einfach so rein. Helmholtz Wille! Nein, so etwas. Ich... Also gut, dann geh hinein. Aber nur die Flasche Wein, hörst du? Ja, ja. Aber ganz sicher, nur die Flasche Wein. Im Haus mit der misstrauischen Haushälterin davor. Natürlich denkt Gisulf nicht daran, nur die Weinflasche zu nehmen. Wenn doch ein komplettes Ratsherrenhausinventar seinen Langfingern winkt. Allerdings ist er nicht blind gegenüber dem Problem vor der Tür in Gestalt einer neugierigen Alten, die meint, dass sie gegen sie etwas an. Die Zeit drängt. Der Vorrat an Aktionen ist begrenzt. Gisulf hat nun 50 Aktionspunkte und kann sie so verwenden, wie er will. Auf geht's. Ich darf ja bestimmt nochmal abspeichern. 50 Aktionspunkte. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir versuchen erstmal rauszufinden, wo der Wein ist. Klingt das irgendwie sinnvoll? Ich denke, das versuchen wir erstmal rauszufinden. Das ist doch der Wein. Es sieht komisch aus. Das wird wohl dieser Wein sein. Ein Aktionspunkt, um den Wein zu nehmen. Machen. Nö, austrinken. Ja, machen wir das mal. Das eigenartige Getränk wandert in nichts Geringeres als den Heldenrucksack. Damit haben wir das zumindest schon mal erledigt. Diese Truhe hier sieht doch auf jeden Fall. Es kostet 26 Aktionspunkte, die Truhe zu knacken. The fuck? Lassen wir das erstmal sein. Es kostet 10 Aktionspunkte. Okay, 10 Aktionspunkte. Okay. 10 Aktionspunkte. 2 Aktionspunkte. Okay, das kann man auf jeden Fall machen. Wenn ich bloß noch mehr Zeit hätte. Das riecht doch glasklar nach der Küche. Na gut, bestückt noch dazu. Aber ich nehme mal an, da werden wir nicht rein können und... Zu wenig Zeit, um noch durch andere Räume zu stromern. Wow, da hat wohl jemand der Brief für den König gespielt. Ne? Das glaube ich nicht. Die obere Etage. Das wird zu knapp. Und lass mich raten, hier hinten dürfen wir auch nicht rein. Ja, das ist zu knapp. Der Raum hier frisst bereits meine Zeit. Okay, gut. Alles klar. Es kostet einen Aktionspunkt, das Trinkhorn zu leeren. Das klingt irgendwie nicht so, als wäre es sinnvoll. Es kostet 10 Aktionspunkte, den Goldlüster von der Wand abzulösen. Ach, das lassen wir sein. Das soll mich doch... Seht mal! Der Schild sieht genauso aus wie unser hier. Das ist ein Schwingenschild. Es kostet 26 Aktionspunkte, den Schild... Okay, gut. Das sind alles ganz schön viele Aktionspunkte. Ich würde vorschlagen, wir öffnen diese Truhe. Fingergeschick 10. Gut, dass ich schon ein erfahrener Abenteurer bin. Okay, das waren wir schon am Anfang des Spiels. Aber jetzt sind wir ein wirklich, wahrlich erfahrener Abenteurer. Gisulf hat 550 Erfahrungspunkte und die Kiste enthält 600 Gold. Ich mag Ratsherrenhäuser! Dann nehmen wir noch den Schild von der Wand.
Oh, wir haben nur noch 23 Punkte. Okay, dann müssen wir das sein lassen. Dann nehmen wir das Gold. 20 Goldmützen, das ist besser als nichts. Und dann nehmen wir noch hier den Beutelinhalt. Ein Magietrank, ein Magiegengift, okay. Dann lassen wir mal den Goldpokal sein und nehmen auch noch hier den Beutelinhalt. Einmal Lebenswasser, einmal Kräutersud. Können wir vielleicht mit unserem letzten Aktionspunkt noch irgendetwas Tolles machen? Ach, wir können bestimmt hier noch das Horn lernen. Dann, ja, das lassen wir lieber sein. Trinken wir noch das Horn aus. Warum nicht? Hat Spaß gemacht. Und jetzt haben wir keine Aktionspunkte mehr übrig, deswegen werden wir hier wohl verschwinden müssen. Machen. Dafür reicht es nicht mehr. Na gut, alles klar. Endgültig hinaus. Ja, raus. Dann hoffe ich aber, dass wir etwas wirklich wunderbar Tolles dafür bekommen, dass wir ihm jetzt seinen Wein bringen.